3, 2, 1, go! So, Kanal Analytics im Dezember, da kann noch keine Einnahmen generieren. Das Video, mein letztes Video, TSA 4000 Stunden Unboxing Soundcheck. Ach du heilige Kacke, 1500 Views. Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, also das muss man sagen, nicht schlecht. 27 Kommentare, geil. Wäre mal eine Idee, vielleicht ein neues Video rauszuhauen im Oktober. Was haben wir denn für ein Datum? Oh Gott. Oh, no. Herzlich willkommen zu dem Video. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ja, ich bin's, euer PR und Events bzw. DJ Luxi. Heute ein neues Video, nachgefüllt seit September, seit der TSA, das erste Video. Ich weiß, lange hat's gedauert, aber ich bin dieses Jahr im Abschlussjahr von meiner Lehre als Elektriker und da gibt es halt ein paar andere Ziele. Aber jetzt gibt's wieder ein Video. Könnt ihr schon einen Daumen hoch lassen, nicht was. Video nicht geschaut. Daumen hoch, Abo wäre immer geil, aber macht erst einen Daumen hoch, wenn euch das Video auch gefällt. So, jetzt machen wir ein kleines. Ihr seht ja schon, was ich im Titel, was ich gemacht habe. Ich zeige euch jetzt mal, was ich jetzt so hab. Tadalala. Oh, das ist. Oh, was haben wir denn da? Oh ja, ich war. Mir war langweilig. Und ich wollte mal ein bisschen mit Feuer spielen und jetzt habe ich mir mal so zwei kleine Flammenwerfer oder wie man das Dinger nennt, Pyrotechnik gekauft. Ja, ich kann euch da mal gerne mitnehmen. Das ist nichts Besonderes. Sind halt zwei Flammenwerfer mit einem Ventil, wo das Gas rauskommt und einem elektrischen Zünder, dass man eine Flamme rausbekommt. Dann hat man hier noch einen Schalter, wo man DMX oder per Strom machen will. Also sobald Strom drauf kommt, kommt die Flamme oder per DMX. Hat einen Dip-Switch und einen DMX, DMX in und out. Ja, und halt ein Warnschild. Mehr ist das nicht. Ja, von drinnen können wir das jetzt gleich mal schauen. Wir machen noch gleich noch einen Test. Ich bin noch im Hintergrund ein bisschen am Arbeiten. So, ja, bevor ich noch was sage, also ich zeige euch das Innenleben davon. Es kommen auch demnächst noch ein paar Videos. Also dieses Video kommt jetzt noch im November, Anfang Dezember. Ich weiß nicht, wann ich es raushaue. Und dann kommt noch ein Video im Dezember, mein Weg, werde ich euch dann endlich vorstellen. Und noch was anderes, ein Projekt, was ich schon länger hatte. Und plus noch was anderes, also es sind ein paar Videos noch geplant, die kommen noch, aber es dauert ein bisschen. Ne? Dann wisst ihr Bescheid, dann schauen wir uns das Ding mal gleich mal von vorne an. So, jetzt von der Nahansicht, da steht Spadefire, da sieht man auch, dass wir hier den Klapper haben, um das zu öffnen und da ist das Ding schon auf. So, was haben wir denn da drin, ne? Wir haben, wie gesagt, das Ventil einmal da, das Ding, was den Funken da erzeugt. Und jetzt die Elektronik dafür, die kleine schwarze Box. Da haben wir ein Netzteil plus DMX-Controller. Und da haben wir halt das Gas, also die Gastasche, die da reinkommt. Wie wird das Ganze denn befüllt? Das sage ich euch auch jetzt gleich. Also wie gesagt, man macht die Gastasche rein, kommt hoch, dann gibt das Ventil, gibt Gas, macht das Ventil auf und währenddessen zündet das und dann hast du halt Feuer. Und jetzt hat die ganze Elektronik, es hat nichts groß Weltbewegendes, aber ist halt cool. Was haben wir denn noch? Und wie gesagt, die Elektronik, da nochmal Glas und hier hinter. So, ist halt wie immer der Austritt. Und Seitenpanel habe ich auch schon gezeigt. Also gehen wir mal gleich, wie das von innen aussieht. So, was kommt denn da rein? Ja, ganz einfach. Da sollte am besten Gase reinkommen. Jetzt muss ich wieder lesen, Aerosol. Aber Aerosol
Nicht das Aerosol für den Zigarettenanzünder, weil das hat keinen Druck. Man braucht schon die Sprühflasche, wo Druck hinten dran ist, weil die anderen funktionieren nicht. Die habe ich schon getestet, weil da kein Druck da ist, weil das lagert sich nicht. Also das Gas kommt nicht weit genug hoch. Hä? Und ich habe jetzt als Beispiel, obwohl das ein relativ schlechtes Beispiel ist, es funktioniert, aber es riecht scheiße. PTFE-Spray, Heavy Duty, ist Aerosol. Habe ich jetzt am günstigen im Action gefunden. In Luxemburg, aber gibt es auch in Deutschland. Hat mich 4 Euro die Flasche gekostet. Bremsenreiniger würde vielleicht auch gehen, aber habe ich nicht getestet. Es gibt auch noch Flammenspray, richtigen Flammenspray, aber das kostet ultra teuer und ist auch eigentlich auch nur Aerosol, sind wir mal ehrlich. Und ja, dann sieht man hier, hat man eine kleine Dose, das macht man runter. Da macht man runter, hat man den Stöppel und der wird hier unten einfach festgeklemmt, runtergedrückt und dann Ventil blockiert dann, dass das Gas hochkommt und macht dann, das Ventil macht dann erst auf, wenn Strom drauf kommt. Ja? Das kann man über DMX oder so machen. Wir sehen gleich, wie das aussieht. So, dann wisst ihr auch, wie das geht. Dann machen wir das jetzt auch noch rein. Da haben wir hier in der Flasche, ne, wie gesagt, die ist jetzt eine 300 Milliliter, glaube ich, oder so. 300 Milliliter Flasche haben wir hier. Mal das kurz da rein. Das würde von der Größe passen, so ungefähr. Größer, glaube ich, ist ein bisschen scheiße. Anscheinend sollen auch Fiebrigsdinger gehen. Finde ich auch lustig. Aber ja, man macht das einfach da rein. Muss ein bisschen drücken. Geht nicht immer direkt auf Anhieb. So. Erste Flasche ist drin. Machen wir zu den ganzen Scheißdreck jetzt. So, die Zucker schauen wir jetzt auch noch rein. Gott ey, ist ein bisschen gefummelt, weil die Dings ist relativ fest. Also gut ist und normal ist. Wir haben hier eine Tonkiste und der Mixpult, nochmal genauer gesagt von Lixada, der Mixshow Designer, habe ich noch fast vergessen zu sagen. Ja, ist ein gutes Mixpult für 30, 40 Euro. Kann man nicht warten, einen Toncase, einer der besten machen für Cases und auch ein Stativ. Hat der Mixkabel von Stairwell, ja. Sonst nichts mehr. So. So, dann haben wir jetzt die beiden Sachen aufgestellt. Hier ist eine Hecke, die kann ich nicht wegmachen. Mit einem Toncase und einem DMX-Pult. Wir machen aber jetzt mal was anderes. Das Ding kannst du auch steuern, einfach nur per Stromsignal. Und wird natürlich die rechte Flamme ist ein bisschen niedriger, weil sie halt einfach, da ist nicht mehr so viel drin. Aber schaut euch das mal an. Das ist geil. Ab geht's. Ja, schon geil, ne? Ganz paar Effekte machen, so ein ganz kurzer oder ein bisschen länger. Nicht mehr wie 5 Sekunden, sagen sie selber. Ja, das Ding ist auch nicht gemacht für so Sachen. Und dann wollte ich jetzt mal DMX austesten, aber das machen wir ja gleich. So, anderes Blickwinkel, Richtung, wie man es nennen will. Jetzt haben wir auch hier ein DMX-Pult. Hier, genau da. Ich muss ein bisschen mit dem. Ich arbeite hier nicht so oft mit dem Stativ. Und dann testen wir das noch aus. Also ich habe jetzt gelesen, sind halt die Chinesen. Erster Kanal gibt dir nur kurzen Feuerstoß, und dann die beiden zwei Kanäle hoch, gibt der Vollgas. Und ja, irgendwie ist das so. Ich mache das nur mit den Federn, dann sieht das ein bisschen komisch aus, aber da kann man, glaube ich, richtig geile Shows machen. Ne? Das ist halt geil. Aber das sehen wir halt. Schauen wir mal. Dann würde ich sagen, let's go. Ab geht der Hase. Take one. Ab geht's. So kurz, weißt du, machst du nur einmal, hört direkt auf. Hört uns auf, wenn du die beiden machst. Ich habe ein bisschen falsch programmiert. Ich kann es eigentlich jetzt ändern. So, ich habe kurz geändert. Ja, jetzt müsste es so sein. Machst du einmal, macht er kurz hier auch. 8,3 vielleicht auch noch. So, macht er einmal. Der andere funktioniert gerade nicht. Ist ja wieder so klar. Dann schauen wir mal. Vielleicht ist auch der hier. Ja, ist der hier. Habe ich mich fast getan. So, macht einmal. Wenn es hier nur machst, also wenn es die beiden jetzt hochklatscht, wird komplett gemacht. Und hier auch. Wird komplett gemacht. Ist halt geil, ne?
Und jetzt machen wir das nochmal. Eine richtige Feuershow kommt demnächst einmal. Ja. Und nochmal mal kurz. Ist halt geil. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Kleines Video, kleines Review zu dem, kleines Zeig. Die Dinge sind richtig geil. Die Flamme, wenn die Flasche voll ist, hängt auch von der Flasche ab. Geht, aber gut. Und lass jetzt mal kurz schauen. Oh, gute 1,5 Meter bis 3 Meter können das werden. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Sonst kann ich nur sagen, müsst ihr ein bisschen aufpassen, was für Flaschen ihr benutzt. Das Ding, was ich jetzt habe, das macht ein bisschen Sauerei. Ist oben ein bisschen fettig und riecht auch nicht immer so richtig geil, aber man kann es benutzen. Können mal schauen, was man damit noch benutzen kann. Vielleicht habt ihr auch Tipps, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns mal später wieder. Euer Luxi. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Oder bewertet einfach, kann man auch sagen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wir sehen uns später wieder beim neuen Video. Das wird das Weg sein und das kommt noch im Dezember mit einem neuen Video. Ich habe einen Sub gebaut, aber mehr sage ich noch dazu nicht. Dann tschüss.